internationale Automobilausstellung in Frankfurt ist einer der wichtigsten Termine im Kalender jedes Autoherstellers. Am Ford-Stand sind die Erwartungen immer sehr hoch und dieses Jahr war keine Ausnahme. Zu der beeindruckenden Reihe neuer Produkte gehörten diesmal der Scorpio Turnier, der Fiesta Kurier, die neuen Transit- und Sierra-Modelle und das Prunkstück der Escort-Serie, der neue RS 2000. Zukunftsweisende Produkte und Fahrzeuge, mit denen den Anliegen der Firma in Bezug auf Sicherheit und Umweltfreundlichkeit Rechnung getragen wird. Wenn ich den Namen Ford höre, denke ich als erstes an eine große Tradition, an das erste Fließband, an den Namen Henry Ford, an Tin Lizzy. Und ich denke immer mit einem gewissen Schmunzeln an unseren ehemaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer, der sich als Oberbürgermeister von Köln erst vehement gewehrt hat, als Ford in Köln bauen wollte. Heute ist Ford dort der größte Arbeitgeber. Die Nachkriegsjahre mit den berühmten Autos, Taunus, die Badewanne, der Capri. Dann kam der Escort als richtungsweisendes Auto seiner Klasse. Das Ansehen der Ford-Autos in Europa und auch in Deutschland ist nach wie vor sehr gut. Das betrifft die Qualität. Die Verkaufszahlen zeigen es. Vor allen Dingen beim Fiesta in der Kleinwagenklasse. Im Lauf der Jahre haben wir uns einen Namen für Qualität und Zuverlässigkeit gemacht. Um uns diesen guten Ruf zu erhalten, müssen wir unsere Präsenz auf dem Markt allen immer wieder ins Gedächtnis rufen. Zu diesem Zweck haben wir, gleichzeitig mit der Frankfurter Ausstellung, eine neue Werbekampagne gestartet. Wir hatten 1991 ein außergewöhnlich gutes Verkaufsjahr. Zwar sind die Exporte zurückgegangen, aber in Deutschland haben wir in den ersten 8 Monaten dieses Jahres mehr Autos verkauft als jemals zuvor und mehr als in irgendeinem anderen europäischen Land. Das haben wir nicht nur der guten Konjunktur, sondern vor allem den gemeinsamen Anstrengungen aller Ford-Mitarbeiter zu verdanken. Wir wissen, nur mit ihrem Einsatz, ihrem Können und ihrer Erfahrung können wir die Aufgaben, die auf uns zukommen, erfolgreich bewältigen. Natürlich gibt es trotzdem eine Reihe von Problemen und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. So müssen wir uns besonders der Verbesserung unseres Images widmen. Wir haben schon viel und erfolgreich daran gearbeitet. Heute wollen wir nun einen weiteren Schritt tun und Ihnen eine Image-Kampagne vorstellen, die ab sofort im Fernsehen und in großen Illustrierten zu sehen sein wird. Damit diese Kampagne funktioniert und uns Erfolg bringt, brauchen wir Ihre Unterstützung. Lassen Sie uns alle gemeinsam hinter der Kampagne stehen und sie nach draußen tragen. Und lassen Sie uns gemeinsam unser Bestes für unsere Kunden geben, damit wir das Versprechen einlösen, das diese Kampagne gibt. Dieses Versprechen lautet: Bei uns dreht sich alles um Sie. Die neue Werbekampagne kommt gegenwärtig mit einem 30-Sekunden-Fernsehspot ins Rollen. Es ist eine Image-Kampagne, die nicht für Einzelprodukte, sondern für das Unternehmen als Ganzes wirbt. Wir haben eine völlig neue Motorengeneration zu erwarten. Wir sind kundenorientiert wie nie zuvor. Unser Service hat sich immer weiter verbessert und nicht zuletzt die Qualität unserer Produkte hat sich verbessert. Es tut sich also etwas bei Ford und darauf sind wir alle sehr stolz. Und das muss der Öffentlichkeit einfach gesagt werden. Wir glauben, dass eine Image-Kampagne zu diesem Zeitpunkt so glaubwürdig ist wie nie und dass wir, wenn wir sie jetzt beginnen, damit sehr viel für unsere Marktposition tun können.
Die Musik für den neuen Werbespot wurde von Brian May, dem Gitarristen der Rockgiganten Queen, für Ford komponiert und aufgenommen und wird noch in diesem Jahr als Single erscheinen. Alles um Sie. Anders als bei früheren Werbekampagnen ging es diesmal darum, den Beitrag aller Ford-Mitarbeiter in ganz Europa zu illustrieren. Das finde ich gut. Jetzt können wir mal die anderen Leute aussehen, die wir arbeiten. In den vergangenen Monaten hat die Werbeagentur Young & Rubicon die wichtigsten Pfeiler der Kampagne erarbeitet. Eine Reihe von Anzeigen, die in Kürze in allen wichtigen Illustrierten und Fachzeitschriften erscheinen werden. Die Botschaft ist klar und eindeutig. Wir wollen, dass die Menschen da draußen verstehen, dass unsere Automobile nach ihren Bedürfnissen und Wünschen gebaut werden. Wenn es darum geht, Verbraucherwünsche zu erfüllen, sind wir ganz Ohr. Damit die neue Philosophie auch effektiv verwirklicht werden kann, muss jeder einzelne Mitarbeiter die Wünsche des Kunden ganz oben anstellen. Auf diesem Weg leisten Employee Involvement oder Mitarbeit im Unternehmen und unsere bereits gut etablierten Problemlösungsgruppen einen wichtigen Beitrag. Mitarbeit im Unternehmen oder wie wir es nennen Employee Involvement ist sicherlich ein zweigleisiger Effekt. Einmal das Lösen von Problemen, wie auch Information, dass wir heute unseren Mitarbeitern diese Imagekampagne vorstellen, bevor wir sie dem externen Kunden vorstellen, sollte ein Beweis dafür sein, dass wir Mitarbeit und Information im Unternehmen ernst nehmen. Lassen Sie mir ein Beispiel nennen. Wir sind gerade dabei, eine Gruppe von Facharbeitern, Ingenieuren, Finanz- und Einkaufsexperten zusammenzustellen, die nach Genk fahren für 1,5 Jahre auf freiwilliger Basis und dort mit den Genker Kollegen den neuen Anlauf eines neuen Modells von vornherein mit zu begleiten. Das heißt Ausbildung, Training, technische Probleme. Die Menschen kommen aus der Produktentwicklung, aus dem Vorserienbau, aus allen Abteilungen. Und dies zeigt, dass Ford bemüht ist, ein gutes Produkt, fehlerfreies Produkt von Anfang an auf den Markt zu bringen. Und das kommt den Kunden zugute. Teamarbeit kann zwar Probleme lösen, für die Qualität des Produkts ist aber jeder Einzelne zuständig. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Mitarbeiter verstehen, dass Qualität nicht vom Top-Management angeordnet werden kann. Entscheidend ist, dass jeder an seinem Arbeitsplatz Qualität produziert. Nur so können wir sicherstellen, dass der Kunde ein qualitativ hochwertiges Produkt auch erwarten kann. Ein qualitativ hochwertiges Produkt. Daran kann der Einzelne vor allem arbeiten, indem er Probleme analysiert, schon in der Entwicklungs-, aber auch in der Produktionsphase. Und indem er in Gruppenarbeit gemeinsam mit anderen nach Lösungen sucht, die die Qualität des Endprodukts für den Kunden verbessern. Der Mitarbeiter, der wird an dem Prozess beteiligt, er wird zu Schulungen geschickt. Nicht wie das früher der Fall war, dass eine Maschine gestellt wurde und so. 1, 2, 3 Knöpfe, da ist das für dich erledigt. Der Mitarbeiter wird zum Denken, wird er herangezogen. Personalin, kalitesine makinede çalışan işçiler sorumludur. Da wir ja auf Qualität achten, wird es noch zum Schluss schön von uns kontrolliert, bevor es eingepackt wird, damit wir keine Schwierigkeiten kriegen in der Endabnahme. Bizim çalışmamız burada arkadaşlarla çok iyi beraber anlaşıyoruz ve bundan sonra da aynı devam etmemiz için hani etmemiz lazım. Ford kalitesi çıkması için teşekkür ederim. Nach den Erfahrungen, die wir hier haben in diesem Raum oder kann man die Qualität der produzierenden Teile hier im Werk als gut einschätzen. Das muss man ehrlich sagen. Das sind eigentlich schöne Autos. Schöne Autos.
Mit unserer neuen kundenorientierten Geschäftsphilosophie und mit neuen Produkten, in denen dieses Denken Gestalt annimmt, können wir der Zukunft noch wettbewerbsfähiger ins Auge schauen. Wir haben Qualität zu unserem obersten Ziel gemacht und wir haben uns vorgenommen, die Nummer 1 in der Kundenzufriedenheit zu werden. Der Kunde wird immer anspruchsvoller und deshalb ist es wichtiger denn je, seine Erwartungen zu erfüllen. Um ein Auto zu verkaufen, müssen wir den Kunden 3-mal überzeugen. Wir müssen ihn vom Produkt überzeugen, wir und unsere Händler müssen ihn von unserem guten Service überzeugen und wir müssen dem Kunden Vertrauen in unserer Marke geben. Ich meine, dass wir in allen 3 Punkten schon Gutes leisten. Ich glaube aber auch, dass wir gemeinsam noch große Fortschritte machen werden. Country's needs, wheels turn, power at your feet, high speed, but you know you're in safe hands. In the dark, we make a brighter light from one spark, to the horizon wide you trust, and together contain. Generell sollte man einmal sagen, dass ein Arbeiteraustausch auf Arbeiterebene vielleicht das ein oder andere positiv im gesamten Ford-Konzern bringen würde. Ja, ik ben dus eigenlijk fier om voor Ford te werken, omdat ik zie dat er vooruitgang geboekt wordt en dat we dus samen aan een prachtvol product aan het werken zijn. From a people standpoint, I really think the people are very, very positive. They seem to have all the capability in the world, so I think we can implement any plan that we come up with. Also für mich muss ich ehrlich zugeben, es ist eine Herausforderung. Macht auch noch sehr viel Spaß. Ben Ford'da sürekli kalmak istiyorum ve buradaki iş güzel. Bei uns dreht sich alles um Sie.